Hallo Leute, hier nun meine neueste Errungenschaft. Ja, es bleibt für die Körperpflege leider nicht aus. Der Philips Serie 3000, das ist der Nasenhaartrimmer. Kann man auch die Ohrenhaare mit entfernen. Soll sehr gut sein. Ich werde ihn probieren. Der hat eine neue Technologie. Also es heißt, ohne Zupfen, ohne weiß der Teufel was, ist 100% abwaschbar, also das komplette Gerät. Das sind auch noch für die Augenbrauen, sind auch noch Aufsätze dran, einmal 3 mm, einmal 5 mm. Ich will euch jetzt natürlich nicht mit langweilen, dass ich mir in der Nase rumpopel mit dem Ding. Also ich werde ihn jetzt auspacken, werden probieren und ich werde euch dann davon berichten, ob das Ding was taugt oder nicht. Bis gleich. Nach intensivem Gebrauch dieses Gerätes in den Nasenhaaren, also besser gesagt in der Nase, die Haare und die Haare in den Ohren, kann ich also dazu sagen, es tut das, was es soll. Wichtig ist es trotzdem, die Gebrauchsanweisung durchzulesen, weil es gibt einige Rezensionen, da steht drin, dass dieses Teil nicht richtig schneidet. Aber ich zeige es euch gleich mal. Es gibt tatsächlich eine Drehrichtung. Das heißt, das Teil hat logischerweise dann auch eine Schneideseite. Und hier sieht man es ganz deutlich, wie man das Gerät in der Nase führen soll. Und hier auch nebendran genau dasselbe im Ohr. Also ganz einfach die Bedienungsanleitung lesen, auch wenn es einige Leute nicht gerne machen. Noch eins zum ganz Abwaschen. Also es ist ein Hinweisschild dran, dass man wirklich nach dem Schneiden quasi den Kopf abmachen soll von diesem Gerät. Das sieht dann so aus. Und nur diesen waschen soll. Also das Gerät soll nicht komplett unter Wasser getaucht werden oder das ist natürlich ein ganz bisschen blöd beschrieben, das Ganze. Man erfährt es auch nur, wenn man die ganze Anleitung durchliest. Das finde ich jetzt nicht so positiv. Positiv sind noch folgende Dinge. Das dabei sind die Batterie, die dafür gebraucht wird. Hier sieht man sie auch, wie sie gleich eingelegt wird. Dann haben wir hier diese Trimmaufsätze für die Augenbrauen, 5 und 3 mm. Und was ich ganz gut finde, ist so ein Aufbewahrungsbeutel, der da dabei liegt. Und hier zeige ich euch nochmal diesen Hinweiszettel, der an der Spitze dann drauf gemacht ist. Also man sieht ganz deutlich, dass man also dass man nur die Spitze abwaschen soll, nachdem man die Spitze vom Gerät weggemacht hat. Also das ist jetzt der einzige Negativpunkt, weil es wird ganz was anderes versprochen, wenn man es drauf ist. Also man liest es ganz anders. Aber ansonsten ist das Teil eigentlich richtig gut. Es gibt verschiedene Ausführungen. Bei einigen sind noch für Haare zu schneiden dabei, sind dann dementsprechend teurer. Das kann ich euch dann unter dem Video dann verlinken, was es da alles gibt. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Lasst mir ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dass ihr meine ganzen Videos seht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Gerhard.